machen können. Ich habe leider nicht allzu lange Zeit heute. Ich würde aber trotzdem gerne ein Lied euch spielen, was ich jetzt für diesen Anlass einmal neu getextet habe. Ist vielleicht nicht jedem bekannt, ist eigentlich von Udo Jürgens, aber ich habe gedacht, das passt ganz gut in die heutige Zeit. Also, los geht's. Es darf gelacht werden und Spaß gemacht werden. Alles wird von uns bezahlt. Es darf gelacht werden und Spaß gemacht werden. Alles wird von uns bezahlt. Er war so klein und so chinesisch, und bis MacPom kommt er nie, dacht sich wohl die Schwesig. Doch dem Corona, dem war's egal, selbst wenn der Kaiser's ihm befahl. Masken gab es keine, also nahm Spahn uns an die Leine. Bleib zu Hause, bis es knallt. Ich schau's mir an aus Grunewald. Es darf gelacht werden und Spaß gemacht werden. Alles wird von uns bezahlt. Könnt ihr auch mal mitklatschen, bitte? Ja, es darf gelacht werden und Spaß gemacht werden. Alles wird von uns bezahlt. Ja, das war jetzt, glaube ich, ein anderes Lied, aber egal. Die Dividenden, sie sprudeln weiter. Die großen Firmen bleiben heiter. Für Aktionäre und den DAX ist SARS-CoV-2 doch bloß ein Klacks. Kein Job geht flöten, meint der Schlaumeier Peter. Mit zig Milliarden wohl erst später. Wer die Regierung auch berät, Hauptsache er hat ein Faxgerät. Ja, es darf gelacht werden und Spaß gemacht werden. Alles wird von uns bezahlt. Ja, es darf gelacht werden und Spaß gemacht werden. Alles wird von uns bezahlt. So, jetzt ist schon zweite Seite. Kannst du mal sehen. Und wir beginnen die zweite Seite mit einem bayerischen Thema. Aiwangers, Wischmops und bratfertige Hähnchen. Und seit März gibt's wieder Strähnchen. Doch das Gesetz wird jetzt verschärft. Angela ist langsam aber sowas von genervt. Man hüte sich in Öffnungsfragen mehr als ein klares Jein zu sagen. Und Helge Braun, der gibt gern Unterricht, wie man was sagt und trotzdem nicht. Ja, es darf gelacht werden und Spaß gemacht werden. Alles wird von uns bezahlt. Ja, es darf gelacht werden und Spaß gemacht werden. Alles wird von uns bezahlt. Ich bin auch schon jetzt fast am Ende, aber eins muss doch noch sein. Die Aerosole bleiben drinnen.
die Gastro draußen soll beginnen. Doch wer das sagt, ist nicht vom Fach. Dafür gibt's doch Karl Lauterbach. Ja, es darf gelacht werden und Spaß gemacht werden.